Hallo und herzlich willkommen zum fünften und letzten Teil beim Thema Rasenneuanlage und Nachsaat. Wir haben jetzt Juni 2021, der Rasen ist 10 Monate alt und bei weitem noch nicht perfekt, aber ihr seht in diesem Video, was wir alles diese Saison gemacht haben, um das Unkraut in den Griff zu bekommen. Und ganz zum Schluss, ganz wichtig, da bekommt ihr nochmal ein komplettes Fazit mit sehr vielen wichtigen Informationen. Deswegen dranbleiben. Jetzt nach dem Intro geht's los mit dem Rückblick. Viel Spaß! Erstes Update 2021. Ich bin bei meinen Schwiegereltern und ich bin ehrlich, ich war schon ewig nicht mehr dort. Ich habe mir jetzt den Rasen das erste Mal angeschaut im neuen Jahr und ich muss echt sagen, er ist eigentlich ganz gut durch den Winter gekommen. Es ist natürlich kein Vergleich zu meinem Rasen, aber man beachte, er ist ja auch erst ein paar Monate alt und er hatte wirklich einen extrem harten Winter hinter sich. Ich zeige euch nämlich einfach mal die Fläche. Der Arme hatte, wie gesagt, einen extremen Winter hinter sich. Wir haben jetzt Anfang März. Ich werde heute ihn aufwecken. Ich werde ihn mähen, so wie meinen auch. Wir haben Temperatursumme um die 150 Grad erreicht. Das bedeutet, ich kann ihn jetzt ohne Probleme aufwecken. Den pH-Wert habe ich momentan auch gemessen. Da steckt das Teil sogar noch drin. Der ist ziemlich genau bei 7. Das passt. Da muss ich nichts tun. Deswegen wird heute gemäht. Ich tue, wie gesagt, mähen, ich tue düngen und dann bekämpfen wir das Unkraut demnächst. Noch können wir leider nichts machen, denn jetzt muss erstmal der Rasen richtig sich erholen aus dem Winter und der hat natürlich extrem Stress gehabt, deswegen machen wir da momentan noch nichts. Die Fläche hinter mir, das ist ja die Nachsaat. Da sieht's anders aus. Er sieht deutlich schlechter aus. Ich weiß nicht, sind es die neuen Gräser, sind es die alten Gräser? Irgendwas passt dort nicht. Er hat sehr viele Lücken. Aber auch das bekommen wir noch in den Griff. Und da sehe ich auch keine Probleme. Der Nachbar vertikutiert auch schon. Größter Fehler, was man überhaupt machen kann. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Aber manche sind einfach, naja, ich sage jetzt lieber nichts. Genau, also ihr seht auch hier, hier hat er deutliche Schadstellen davon getragen, aber das bekommen wir, wie gesagt, in den Griff. Heute mähen, düngen und die Schneeschimmelspuren etwas abhaken, ein Rechen nehmen, ganz schonend aufstellen und da einfach sauber machen und dann erholt er sich und in drei, vier Wochen, dann geht es dem Unkraut an den Kragen und ich nehme euch wieder mit hierher. Nach dem Mähen sieht er schon wieder deutlich besser aus. Er ist einfach gleichmäßiger. Jetzt wird noch gedüngt, alles schon vorbereitet und dann passt es. Und dann schaue ich einfach mal die nächsten 3 Wochen nochmal her, wie er dann aussieht. Und wie gesagt, dann geht es dem Unkraut an den Kragen. Und ich freue mich schon tierisch drauf. Es geht jetzt endlich los und auch dieser Rasen darf jetzt endlich starten in die Saison 2021. Was für ein ekelhaftes Wetter, total windig, mir wirft es auch immer meine Stühle da hinten um, die sind einfach zu leicht. Ich muss aber heute zum Glück nichts bei mir machen, denn ich gehe jetzt kurz zu meinem Schwiegervater, kurz, ja relativ kurz. Wir machen da heute eine größere Aktion und zwar erstmal hier einsteigen, hier ist echt total windig, so angenehmer. Und zwar machen wir heute, wir tun den Rasen tiefschneiden, lüften, sanden, nachsehen tun wir auch noch.
denn das sind einige Stellen durch die letzten Wochen. Bei uns war wirklich sehr bescheidenes Wetter. Wir hatten, wie gesagt, also wir haben jetzt momentan Mitte Mai und es ist einfach zu regnerisch. Es ist zu kalt, es ist zu regnerisch. Es ist einfach viel zu, anschnallen nicht vergessen, es ist einfach viel zu nass, viel zu kalt vor allem, für viel zu kalt. Und dadurch sind natürlich die Festuca-Gräser, die mögen das gar nicht. Und die sind jetzt richtig braun geworden. Und deswegen werden wir die ganzen Gräser, das ganze Gras jetzt erstmal rauslüften, ganz schonend lüften. Der Rasen ist ja noch nicht so alt. Den haben wir, wann haben wir den angesät? Ich glaube im September, August, September letzten Jahres. Wie gesagt, jetzt ist Mai. Ja, und dann auf jeden Fall nachsehen. Ja, Thema Unkraut. Thema Unkraut haben wir natürlich auch drin. In der Neuanlage deutlich mehr als in der Nachsaat. Die Nachsaat ist eigentlich ganz gut. Und auch die Neuanlage, die hat es stellenweise übel erwischt. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich punktuell noch etwas Chemie eingesetzt. Es gibt zum Beispiel von der Firma Celaflor das Anikon Ultra. Das ist sehr schonend zu jungen Rasen und kann man auch in der Neuansaat, also im Ansaatjahr verwenden. Roundup hat jetzt auch was rausgebracht ohne Glyphosat, wo auch im Ansaatjahr möglich ist. Ja, wie gesagt, da habe ich aber nur punktuell was ausgebracht. Und ihr seht ja aber gleich, ich bin gleich da. Einmal abbiegen und dann bin ich schon da. Ihr seht, es ist relativ praktisch. Hätte ich eigentlich mit dem Fahrrad fahren können. Aber der ganze Kofferraum ist voller Geräte. Deswegen ist mit dem Fahrrad immer relativ schlecht. Gut, jetzt sind wir schon da. Jetzt seht ihr mal, wie schnell ich bei meinen Schwiegereltern bin. Und ganz ehrlich, ich bin da so gut wie nie. Die Rasenpflege übernimmt komplett mein Schwiegervater. Ich gebe nur Anweisungen. Und ich muss sagen, ich bin relativ, wie gesagt, selten dort. Und ihr dürft jetzt mal sehen, wie der Rasen aussieht. Er ist okay. Also, es ist einiges zu machen. Hier ist die Neuanlage. Hier haben wir punktuell, wie gesagt, wo ich ehrlich bin, hier haben wir punktuell etwas gespritzt. Da war Unkraut und hier kämpfen wir natürlich auch noch mit Unkraut. Das werden wir heute alles noch beseitigen. Und auch hier in diesem Bereich die Nachsaat, da schaut er eigentlich auch ganz gut aus. Da ist natürlich auch Unkraut drin, so wie hier in diesem Bereich. Und das bekommen wir aber heute durchs Lüften relativ gut raus. Thema Unkraut, klar, ihr könnt natürlich Chemie einsetzen. Ich habe es bewusst jetzt hier vermeiden wollen oder vermeide es auch bewusst. Und Unkraut könnt ihr aber auch ganz gut beseitigen, indem ihr sehr viel mäht. Mähen ist einfach tödlich für Unkraut und sehr gut für den Rasen. Am besten täglich drüber fahren mit dem Spindelmäher, das tut ihm sehr gut. Und dann natürlich lüften, natürlich viel düngen, mähen, lüften, mähen und. Und irgendwann bekommt ihr das Thema Unkraut auch in den Griff. Ja, wie gesagt, heute lüften angesagt, düngen angesagt, mähen, gemäht habe ich glaube, so wie es aussieht. Und dann bekommen wir auch diese Fläche voll in den Griff. Das sind so braune Stellen, die ich gemeint habe von der Temperatur. Es war einfach zu regnerisch, zu kalt und da sind ganz viele abgestorbene braune Gräser drin, auch hier in diesem Bereich. Und das bekommen wir jetzt durch das Lüften richtig gut raus. Ihr seht es auch schon, hier habe ich schon mal eine Bahn gelüftet und das sind alles schöne abgestorbene Gräser. Und vor allem wird auch jetzt das Unkraut mal richtig hochgestellt, es zupft sich raus. Und dadurch wird es einfach mehr geärgert und der Rasen hat wieder mehr Luft und kann somit besser das Unkraut verdrängen. Hinzu kommt natürlich auch, dass ihr, wenn ihr jetzt Dünger ausbringt, dass der Dünger dementsprechend besser in die Grasnarbe, in die Erde eindringen kann und auch Wasser besser aufgenommen werden kann. Also das heißt, dass angehender Filz sozusagen jetzt rausgemacht wird, rausgekämmt wird und ihr seht auch schon mal in einer Bahn, was hier rauskommt. Das ist echt brutal. Und vor allem Gräser mit sehr viel Festuca, die sind halt dementsprechend
sehr stark davon betroffen zu verfilzen. Deswegen sollte man bei Festuca relativ häufig lüften und das Ganze dementsprechend pflegen. Ist das brutal, ey. Also die Festuca ist wirklich enorm, was da rauskommt. Ich lüfte ja bei meinem Rasen, bei meiner Supina, alle 4 Wochen. Ich mache es ja regelmäßig. Und das, was da bei 300 Quadratmeter rauskommt, ist nicht mal ansatzweise so viel wie das, was hier bei gerade mal 25, 30 Quadratmeter rauskam. Das ist brutal. Der Rasen hat es relativ gut weggesteckt. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Wir mähen jetzt nochmal. Das sieht eigentlich ganz, ganz gut aus. Und so wie ihr auch hier seht, ist wirklich schön das Unkraut jetzt, ihr seht gar nichts, gell? Der Rasen ist hier schön offen wieder. Man sieht wieder schön komplett bis runter. Und das ist jetzt echt gut. Er fühlt sich auch gleich komplett anders an. Hier war natürlich deutlich Unkraut drin. Da seht ihr, dass er hier extrem offen ist. Und solche Stellen müsst ihr einfach nachsehen. Da packt das Gras nicht. Das sind einfach zu wenig Wurzeln, zu wenig Gräser. Da wird sich die Grasnarbe nicht schließen. Solche Bereiche tun wir jetzt auch nachsehen. Und deswegen werde ich jetzt auch sanden, um Unebenheiten nochmal rauszubekommen. Ja, so schaut's aus und das kam raus. Das ist echt brutal. Das ist halt wirklich, ja, ihr seht ja, das ist alles extrem braun. Schon ansatzweise Filz und das ist natürlich schon extrem. Jetzt machen wir noch die Neuansaat, die kommt jetzt auch noch. Da mache ich auch noch ein paar Aufnahmen. Und dann war's das. Dann auf jeden Fall wässern, düngen, sanden habe ich auch schon gesagt. Genau, sanden tun wir auch. Und dann einfach pflegen, mähen, nochmals eventuell lüften. Das kommt jetzt wirklich drauf an, wie es sich entwickelt. Ich nehme euch da einfach das nächste Mal wieder mit. Auf jeden Fall jetzt düngen, wässern, mähen. Und mähen, 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 mähen. Ich kann es nur empfehlen, mähen, mähen, mähen. Viel wässern, mähen, düngen, alles Mögliche durch. Und dann bekommt ihr auch einen schönen Rasen. Ja, ihr seht, der Rasen sieht jetzt nicht mehr schön aus. Alles andere als schön. Er ist wirklich extrem braun. Ich habe jetzt auch tief gemäht auf 22 mm, beziehungsweise mein Schwiegervater mäht, nicht ich. Die andere Seite hier ist schon gesandet. Und jetzt auf der Neuanlage, da kommt jetzt auch nochmals, wie gesagt, Samen drauf, Dünger drauf, Sand drauf. Dann bekommt er viel Wasser. Und wenn ihr das je durchführen solltet, achtet bitte darauf, dass er danach wieder relativ viel Wasser bekommt, wenn ihr nachgesät habt. Also wirklich mehrmals am Tag, wie zuvor auch in Teil 1 oder Teil 2 haben wir es gesagt. Deswegen auch immer Ruhe bewahren. Das wird, Rasen braucht einfach gewisse Zeit. Er braucht mindestens mal ein Jahr, bis er dementsprechend Bestand hat, bis er gut aussieht. Rollrasen zum Beispiel wird geerntet, wenn er 1,5 bis 2 Jahre alt ist. Deswegen Ruhe bewahren, Zeit, Geduld. Dann wird das. Wir sehen uns beim nächsten Update. Bis dann. Ihr seht, ich stehe auf der Fläche. Das bedeutet, es ist schon länger her, als ich hier eingesät habe und gelüftet habe, nämlich genau 4 Wochen. Das bedeutet, dass auch die Pratensis nun gekeimt haben müsste. Die Temperaturen sind enorm derzeit. Wir müssen sehr viel wässern. Die Bewässerung stelle ich jetzt auch zurück von 6-mal täglich auf 1-mal täglich und dafür intensiv. Ihr seht es vielleicht, der Rasen sieht soweit ganz gut aus. Ich bin echt zufrieden für das, dass der Rasen natürlich auch erst 10 Monate alt ist. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Das Unkraut, das ist wirklich ein sehr schwieriger Prozess, ein sehr langwieriger Prozess. Denn mein Schwiegervater, der zupft wirklich jeden Tag das Unkraut raus und ich muss auch sagen, an den Stellen, wo wir nochmals drüber gespritzt haben, ist es gut. Da kommt auch kein Unkraut mehr. Ansonsten, wenn ihr das nicht möchtet mit Chemie, was ich verstehen kann, ich wollte es hier auch vermeiden, aber es war einfach zu viel. Ich bin nicht drum herum gekommen
Und die anderen Stellen, da ist der Unkrautdruck schon noch ordentlich da. Ich schwenke mal die Kamera rum, dann seht ihr es. Wie gesagt, er zupft relativ viel täglich. Und so wie hier diese Stellen, da müsst ihr wirklich dann ordentlich zupfen und machen und tun. Was anderes bleibt euch nicht übrig. Aber sonst, die Fläche, sie entwickelt sich sehr gut. Ich kann eigentlich nicht meckern. Das ist wirklich soweit in Ordnung. Und ich gebe ihm jetzt aber nochmals 2-3 Wochen. Ich tue jetzt nochmal nachdüngen und regelmäßig mähen, beziehungsweise mein Schwiegervater. Und das ist auch so mein Tipp an euch. Wirklich regelmäßig mähen, am besten täglich mähen. Nur so wird das Gras richtig schön breit, kann Seitentriebe bilden. Das Unkraut wird zurückgedrängt. Und da, wo es nicht anders geht, da könnt ihr Unkrautvernichter einsetzen. Da werdet ihr wahrscheinlich auch nicht drum rumkommen, zumindest nicht auf kurzer Sicht. Ja, zudem, genau, die Nachsaat. Ihr wollt bestimmt auch noch die Nachsaat sehen. Ich finde, die sieht außerordentlich gut aus. Man sieht auch die bisschen Unkraut drin. Aber im Großen und Ganzen sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähnlich wie die Neuansaat. Man sieht aber ganz klar auch die älteren Gräser, so wie diese hier, die kommen natürlich immer noch durch. Die breitblättrigen, und er ist auch relativ stoppelig, wenn ich hier so drüber laufe und drüber lang. Das merkt man dann schon, dass es natürlich eine Nachsaat ist und keine Neuanlage. Gut, ich hätte gesagt, ich schaue einfach nochmal in 2, 3, 4 Wochen vorbei. Und dann müsste es eigentlich auch mit dem Unkraut voll gewesen sein. Und ja, ich nehme euch dann nochmals mit hierher. Ja, ihr habt es gesehen und ich hätte einfach gesagt, wir kommen zum Fazit. Nochmals ein paar wichtige Punkte, was ich persönlich euch mitgeben möchte bei einer Neuanlage oder Nachsaat. Also ganz wichtig auf jeden Fall, ihr bekommt das Unkraut in den Griff, indem ihr sehr viel mäht, wirklich am besten täglich mähen ist ideal und natürlich regelmäßig wässern und regelmäßig düngen. Das ist sehr wichtig. Allerdings werdet ihr Unkraut, zum Beispiel Klee, es gibt Unkrautarten wie Klee, da werdet ihr meiner Meinung nach an Chemie nicht wirklich vorbeikommen. Da müsst ihr je nach Kleebefall etwas Chemie einsetzen, um kurz- und langfristig einen dementsprechenden Erfolg zu haben. Ganz wichtig auch, was das Thema Schnitthöhe angeht. Wir sind jetzt derzeit bei 40 mm. Das ist auch sehr wichtig. Der Rasen benötigt einfach mindestens mal ein Jahr eine normale Schnitthöhe von 40, 45 mm. Erst dann könnt ihr runtergehen. Es gibt natürlich auch Spezialsorten, die tiefschnittverträglich sind. Da könnt ihr vorher schon tiefer gehen. Allerdings bei diesem Rasen, den wir euch übrigens auch unten in der Videobeschreibung verlinken, da bitte das erste Jahr mindestens 40 mm lassen. Das haben wir auch hier gemacht und jetzt gehen wir erst langsam runter, schrittweise runter, über Wochen oder sogar Monate bis zu unserem Wunschschnitthöhe auf ca. 22 mm. Ihr braucht auf jeden Fall Zeit. Der Rasen braucht Zeit. Ihr braucht Geduld. Wartet einfach ab. Rasen braucht einfach 1,5 bis 2 Jahre, bis er sich voll entwickelt hat. Denn auch selbst Rollrasen, wenn ihr den geliefert bekommt, dieser ist 1,5 bis 2 Jahre alt. Und diese Zeit benötigt er auch, um sich dementsprechend entwickeln zu können. Das ist sehr wichtig. In dieser Zeit bitte nicht sanden, nicht lüften und schon gar nicht vertikutieren. Das erste Jahr im Ansaatjahr definitiv nichts von den Maßnahmen machen, auch nicht erifizieren, einfach den Rasen entwickeln lassen. Der Rasen benötigt Zeit, wie schon erwähnt, nur in Ausnahmefällen. Das, was wir jetzt gemacht haben, wir hatten brutal viel Unkraut drin. Wir haben bemerkt, dass der Rasen einfach nicht mehr Herr der Lage werden kann. Durch unsere Hilfe hat er es dann doch geschafft. Aber deswegen haben wir ja dann nachgesät und vor allem halt auch gelüftet. Deswegen ganz groß ich appelliere einfach an euch, ihr braucht Geduld. Mein Rasen daheim, er ist 4 Jahre alt und er hat 4 Jahre lang einfach perfekte Pflege bekommen. Und selbst der ist nicht perfekt.
denn es gibt keinen perfekten Rasen. Das ist auch das Schöne an diesem Hobby. Ihr werdet merken, ihr seid nie am Ziel. Es ist immer die nächste Stufe erreichbar. Und das ist auch das Schöne an dem Ganzen. Ich zeige euch hier jetzt mal auch von oben, wie der Rasen sich gemacht hat. Ich finde, er ist soweit in Ordnung. Ihr merkt auch noch, er ist jung, er ist relativ weich und deswegen dürft ihr ihn auch nicht zu früh stressen. Wie gesagt, er braucht ein Jahr mindestens Zeit und in diesem Jahr müsst ihr einfach Geduld haben. Somit verabschiede ich mich von diesem Video, von dieser Videoserie. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn Fragen sind, natürlich wie immer in den Kommentaren. Bis dann. Ciao.